Für die Handballnationalspieler Tobias Reichmann und Tim Sutton ist der Traum von der Teilnahme an der Heim-WM vorerst geplatzt. Bundestrainer Christian Prokop strich die beiden Profis vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Argentinien am Sonntag aus dem Kader. Europameister Reichmann und Rückraumspieler Sutton fehlen damit am Donnerstag beim WM-Auftaktspiel gegen Korea in Berlin im 16er-Kader. Während des Turniers kann Prokop allerdings bis zu 3 Wechsel mit Spielern vornehmen, die zum erweiterten 28er-Kader gehörten.